sagen wir es mal so, es ist einfach ein wichtiger Bestandteil, dass es eben an Stellen ist, die von vielen Menschen gesehen werden, die aber nicht von vielen Leuten besucht werden, sagen wir es mal so. Also es fahren viele Leute mit dem Zug und sehen eben die Bilder, fahren viele Leute mit dem Auto und sehen die Bilder an der Autobahn. Das sind so unsere bevorzugten Stellen, da eben, wo die normale Werbung nicht hinreicht, reicht unsere Eigenwerbung hin. Sagen wir es mal so, wenn es überall erlaubt wäre, wäre das Problem, dass es Graffiti dann wahrscheinlich nicht mehr gäbe, weil es mit ein wichtiger Punkt ist, dass es nachts gemacht wird. Okay, fertig. Und was machst du jetzt damit? Ich werde versuchen, ein Netzwerk einzuspielen. Ist das legal? Nö, ist nicht legal. Eigentlich nicht. Aber ist auch nicht so einfach. Das ist so eine Art Provokation, oder? Ja, die gucken ganz schön blöd, wenn sie anstatt einer Datei ein Graffiti finden. Ist das Kunst? Ich weiß nicht, ob es Kunst ist, aber ich glaube schon, es ist eine Art, sich mitzuteilen. Auch elektronisch und nicht nur an der Wand.